Na dann, lasst uns lossegeln! Juhu! Yippie! Auf zur nächsten Insel, die gerade vor meiner Nase ist, sieht man schon, und bitte nirgendwo hinschießen, danke. Hier sind ja keine Gegner. Okay, Kanonenkugeln kosten zwar nichts, aber ich finde die Wiese noch immer schöne Schiffchen. Ich hoffe mal, dass ich von diesen Schiffchen ein bisschen mehr Krabben kriege. Das hat sich bis jetzt rar ergeben. Ey, das ist aber besser, sich noch hoffentlich. Oh, so sieht man das besser. Hallo. Moin. Ah, mit Ansage sogar. 38 weiße Krabben bei drei. Juhu. Nebenbei, jetzt wo ich mit Kreis dieses Extra-Tempo habe, kann ich viel schneller schippern. Luxord! Ah, you do know how to make good time. Yes, one must simply marvel at your celerity. But such compulsive behavior is eventually going to bring you nothing but sorrow. Lost him again. How are we gonna go after him? Fast, get those hands. Right. Ja. Das alles legen. Yes. Bin dabei. Und ein Bett, das hier wollte ich noch gar nicht auslösen. Egal. Ich wollte zu dieser Insel da vorne, wo der Mukris Zeichen war. Egal, jetzt haben wir ein richtig großes Schiffkampf hier. Ich würde mal empfehlen, erstmal, dass sich um eine Seite kümmern, dann um die andere. So. Dieser Windjägerangriff, den beide man auslösen kann, sieht man, haut extrem rein. Das machen eigentlich generell diese Spezialangriffe von dem Schiff. Oder Leviathan, die haut rein. Sonst was. Kann man sagen, was man will. So. Putz! Feuer frei! Ah. Ich soll Schaden nehmen, ich habe gerade gesehen, dass ich viel Schaden genommen habe. Also ein bisschen mehr aufpassen. Oh. Wo ist das nächste Schiffchen, was von versenkt werden will? Gut. Da hinten sind ein paar. Mal ein bisschen rosig ballern. Ich habe lieber diese Ansicht hier. Das sieht man ein bisschen mehr, finde ich. Ja. Währenddessen den ganzen herzlosen Kugeln ausweichen. Wups. Tschüss. Das Schiff da hinten hält irgendwie am meisten aus, oder? Ah, es steuert nur. Boing. Gut. Tschüss. Das ist versenkt. Warum Schiff gehen hier da? Dann habe ich's. Versenkt. Wie ich schon gesagt habe, man kriegt extrem viele Erfahrungspunkte durch diese Herzschiffe. Das ist wirklich gigantisch. Gib uns das Segelrund, bitte. Volle Power! Na bitte, nächste Welle. Es hört einfach nicht auf. Man wird währenddessen, wie man sieht, nicht repariert. Das heißt, man muss ja aufpassen. So, diese Schiffe, die ja gerade weg waren, die kommen immer wieder, wenn sie wirklich weiter weg sind. Kommt die wieder aus dem Nebel raus. Sind herzlose Schiffe, die können sowas. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich will erst versuchen, obwohl meine TP so niedrig sind. Das wird sehr knapp werden. Mein Stab. Hab sonst Schaden genommen, aber ich glaube nicht, dass ich den ersten Versuch schaffe. Ups. Aber versuchen tue ich es ja. Nee. Mein Schiff! Wusste ich, schaffe den Versuch nicht. So, zweiter Versuch. Lasst uns loslegen. Wenn es wieder zu lang dauert, bitte versuchen, werde ich natürlich wieder raussteigen. Aber ich schau mal, ob ich es hinkriege.
Es heißt immer schön ab, während der Salben der Gegner, weil Schaden machen. Und mein Schiffchen noch nicht so aufgewertet ist, wie es sein könnte. Ich wollte eigentlich nur zu dieser Mokri-Insel da links oben, ja? Aber jetzt denke ich sich, ne. So, immer schön auf die Schwachstellen zielen, wenn ihr könnt. Ups, Achtung. Man muss sich vor Acht nehmen, es tauchen hin wieder mal ganz random Winde vorn ein, auf oder hinter ihn oder vor ihn oder seitlich. Das ist ganz, ganz gemein. So. Aber ist diese Ansicht auch nicht schlecht. Obwohl ich nicht so mag. Ups. 36 für Donald. Und erstmal Bumperan. Das macht ordentlich Schaden. Die Flutwelle, die behalte ich mir mal. Für die zweite Welle. Weil die kann extrem viel Schaden machen. Wenn man lange Zeit die zu behalten sieht, 90 Sekunden, das ist eineinhalb Minute. Also, eineinhalb. Eine und ja, kommt schon hin. Kommt schon, die paar Sekunden da extra. Yep. Oh, Schiff versenkt. Du da hinten auch noch. Egal, immer schön auf die Winde aufpassen. Wenn man den Schwachpunkt trifft, dann macht das extrem gut Schaden. Man sieht immer wieder. Yeah. Da kam naja. Putz. Putz. Versenkt und nächste Welle. Diese Szene kann man nebenbei nicht überspringen. Man kann es versuchen, aber da passiert nicht viel. So, kommt her, ich habe was Schönes für euch. Nämlich eine Flutwelle, die euch so 5 Leisten oder so kosten wird. Wenn nicht mehr, putz! Ja, ich habe nicht zu widersprochen. Die Flutwelle, die macht extrem Schaden. Und man denkt sich jetzt mal, juhu, die Schiffe sind weg, aber die kommen wieder. Die kommen wieder. Aufpassen. Die Hassen haben gerade so wenig getroffen. Da, 1 gegen 1 heißt jetzt mal eine Zeit lang. Aber nicht lange leider. Putz. Ja, der ist schön auf die Flachpunkte und Quill der Kanonen. Nee! Richtiges MG. So, das heißt abwarten. Wir sind jetzt weg. Ups. Wo tauchst du auf? Ah, da vorne. Ja, vor meiner Nase! Weg! Schnell weg da! Die erste Salve, die aus dem Nebel kommt, die sollte man entweder wegfahren oder schilden. Also mit Viereck abwehren. Wenn man sich davon treffen lässt, das macht übel Schaden. Aber ja, nehmen wir das Tarnschiffchen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt aushalten kann, komplett. Wenn dann auf höchstem Level, aber selbst dann ist knapp. Bisschen zu früh gedrückt, Das ist eine Timing-Sache. So, Windjäger! Bitte aufs große Schiffchen. Die kleinen sind eher Nebensache. Schön rauf! Tups! Schuss! Weg ist das. Das könnte sich diese Runde ausgehen. Schau mal. Ja, die muss jetzt auftauchen. Rechts von mir, okay. Oder Steuerbord. Bleiben wir mal ein bisschen in Seemannsprache! Ups! Schön auf den Hintern rum! Oh yeah! Hoppla, ich wollte eigentlich Kreisdruck. Upsi! Da sind wir ein bisschen zu weit weg für meine Kanönchen. Ja, verschwinden sie wieder. Das kann ich mal die Herzlosenkanonen da abschießen, abwehren, je nachdem. Ah, kommt wieder von meiner Nase raus. Kann man das gemein. Tschüss! Aber wieder volle Kanne! Immer schon mit Dreieck arbeiten hier. Ah, ich hab's bald. Und Schuss! Batz! Und ich behalte für den Zauber Vaska. Vaska ist ein cooler Zauber. Hat was von Blitzka, aber Blitzka finde ich besser. Vaska dauert mir zu lange. He's plotting to swipe the chest in the heat of battle. To Shipwreck Cove! Fast!
Muss ich das hinsegeln? Das ist die Frage, die ich stelle. Muss ich nicht. Gut. Weil ich wollte eigentlich nur diese Mokri-Insel da ansteuern und nicht diese Szene hier gerade auslösen. Das sage ich nur. Ups. So. Allstopp! Ach. Sehr klein sind bitte sehr. Ich will bitte auf die Insel. Da mache ich einen Mokri. Da steht zwar verlassene Insel, aber die ist nicht ganz so verlassen. Hallo Mokri, wie geht's so? Hier könnte man speichern, wenn man will. Und hier gibt's ein paar Sachen für den Koch wieder mal. Gibt's hier ein Emblem? Das ist jetzt eine gute Frage. Gibt's auf dieser kleinen Mini-Insel hier ein Emblem? Oder eine Kiste oder sowas? Ich weiß es gar nicht mehr. Die ist so unscheinbar, diese kleine Insel hier. Da könnte man sehr gut was verstecken. Wenn dann im Wasser vielleicht. Aber im Wasser war kein Emblem. Die Kiste, weil ich weiß auch nicht. Aber was ich haben will, ist die Cooper-Münze. Bitte sehr. Und ich kann jetzt endlich mal ein paar Tropfensachen machen. Yay. Mach ich später. Gibt es eigentlich eine neue Fotomission? Nur den Kaktor. Schade. Und eine Postkarte. Hey. Danke, Kupo. Davon habe ich ja ein paar. Tue ich mal wieder der Zeit. Reinschmeißen in Twilight Town. Tja, also diese Insel ist anscheinend, na gut, eine Speicherinsel. Ohne Schätze und ohne Embleme. Aber ich habe mir kommt vor, da war was. Irgendwas sagt mir, da war was. Aber es ist nicht. So, bisschen mehr nach Backport, bitte sehr. Wir wollen hier die weitere Inseln begutachten. Zu diesem Schiffswrack bucht, fahre ich später. Wenn man hier ein bisschen genauer geschaut, weil man sieht, ich bin jetzt am Anfang hier, ja, also da ist noch viel Platz. Diese Insel hier, glaube ich, kann man nicht bereisen. Oder was die hier? Aber eine von den zwei kann man nicht bereisen, das weiß ich noch. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Ah, ich finde das Rumschippern so chillig. Auch wenn Herzlose da sind. Komm du her! Die halten nicht so viel aus wie die anderen. Einzige Glück ist nur, wenn man besiegt wird, muss man wieder mit Speicherpunkt und Speicherpunkt wieder gehen. Und hey, Blockaufladung erhalten, das ist toll. Blockaufladung ist, wenn ich blocke, dann erhöht sich die Leiste meiner... gut, die Multifokus-Leiste erhöht sich dann. Die sagt sich dann, du kannst mich wieder einsetzen. Ah, ich glaube, die Insel kann man nicht treten. Nebenbei, man muss gegen diese Herzlose nicht kämpfen. Man kann den auch wegschippern. Auch ohne diesen Windboost hier. Das geht. Das dauert nur ein bisschen. So. Ah, doch, die Insel kann man betreten. Ah. Ups, halt, stopp. Okay, ich kann nicht aussteigen, während die erste da sind. Okay. Dann. Wow, wie weit schießen die denn bitte sehr? Hep. Die ganzen Herzlosen wegschießen. Danke sehr. Wie wir diese Insel anschauen, bitte sehr. Ja? Und ihr was? Haut mir! Ups! Ups! Bleibt doch da! Jetzt auf einmal wollen sie nicht mehr. So, ich glaube, das Schiffchen da hinter mir müsste gleich weggehen, wenn ich da ein bisschen weiter segle. Denn bei, wenn ihr gegen den Felsen rammt, ist nicht so schlimm. Die Leviathan hält das aus. Die sagt sich einfach, ja, das ist nichts für mich. Untiefen und sowas jucken die nicht. Die steckt das weg. Aber ich würde es nicht mit einem richtigen Schiff ausprobieren. Ja, das wäre nicht so toll. Weil das kann dann stranden und ja, dort fällt nicht mehr. Und ich Stufe 4 für die Leviathan. 6500 AP, Vollkraft 25, 14 seitliche Kanonen, also 7 auf jeder Seite. 4 vorne. Wo sind eigentlich die anderen Kanonen, fragt ihr? Und mal wieder 4? Ja, einfach mal ein bisschen rauszoomen, da seht ihr die anderen. Oh yeah. Man sieht, dass da vorne noch ein bisschen Platz ist für hinten hier. Platz sind noch ein paar für Kanönchen. Da sieht man, wie weit man die Leviathan aufrüsten kann. Das ist schon geil. Nice. Und dann, ich hab gehört, ihr wollt einen Schiffskampf! Erstlosen! Ihr gebt eure Gau nicht, keine Ruhe, oder? Ja. Gut, Welle, dann seid ihr weg. Tschüss. Here we go.
Also diese Insel hier zu bereisen ist gar nicht mehr so einfach, weil so viele Herzlose auf einmal kommen. So. Schiff versenkt mit der größten Flutwelle ever. Das hier sinkt gerade. Ich glaube, das kann man sogar... Ja, entern. Entern! Also wieder ein paar Herzlose. Löchern! Mit Blitz kämpft sich so gut. Oh je. Oh, wow, wow, das ist so knapp. Aufpassen. Ja, wenn man die Schiffe besiegt und deren Herzlos, die an Bord sind, kriegt man meistens schöne Sachen. Meistens Schmiedesachen oder was fürs Kochen. Manchmal auch Ausrüstungssachen. Wups. So, noch mehr? Ja, das war's. Was kriegen wir dafür? Schauen wir mal. High Potion, Blitzbang, Energiewand und ein Feuerreif. Nice, das ist viel. So, jetzt aber. Jetzt will ich auf diese Insel bitte, ja? Oh, das Herzlose kommt. Bitte. Tut mir einen Gefallen. Danke. Nebenbei, wenn man raussegelt, irgendwann gibt es eine unsichtbare Wand, man kann nicht weiter segeln. Aber das Interessante ist, wenn man da raussegelt, kommen extrem gefährliche Schiffe von den Herzlosen. Die kann man zwar besiegen, aber ich hau noch rein. So, Isla, Isla, Verdemon, ach, wie spricht das aus? Verdemontana? Montona? Ist das ein A oder ein O das erste? Ich glaube, es ist ein A. Isla Verdemontana. Glaube ich, dass es so heißt. Ich nehme es mal an. So, jetzt wieder so eine Kiste zum draufhauen. Die man nur von oben hauen kann. Das heißt, hier kann ich irgendwo hochklettern, von unten oben runterspringen. Oh Mann, was soll ich jetzt für einen Stück kaufen? So, das ist eine neue Insel, das heißt, es gibt hier wieder neue Kisten, neue Umgebungskarte, einfach alles! Ah, man sieht euch. Geht hier her, Soßen! Ach stimmt, ich habe jetzt Vaska. Rufe alles in Ordnung? Das sah gerade ein bisschen verwirrt aus. So, schauen wir mal. Man kann auch hier auf die Palmen schlagen. Da geht es meistens in B-Kugeln und HB-Kugeln. Also muss ich mal heilen will oder so. So, was gibt's da? Schlagen. Hier und da. Alala. Also ich finde diese Insel-Erkundung toll. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ja. Ich finde es einfach toll. Da krieg ich Lust Urlaub. Aber ich bin keiner, der in die Südsee fahren würde. Wir haben hier viel zu heiß. Die waren die Nordsee oder also da auch weiter nach oben. Also nach Norden. Ich mag es halt nicht, wenn es so warm ist, ja? Ups. So, diese Kisten hier kann ich nur mit dem Blitz machen oder mit anderen Magien. Ja. War hier was? Ich glaube nicht, außer viele Herzlose. Und schnell mit Blitz am besten besiegt. Oh yeah! So, schauen wir uns mal hier um in diesen kleinen Dschungel hier. Sieht ja fast aus wie bei Arendelle. Nee, eher nicht. Ich bin bei Arendelle, bei. Hier ist nochmal Corona, glaube ich. Ja, keine Kräfte Corona. Oh, let's go! Ich kann jetzt Sturmkrallen auslösen, aber... Oh, hier gibt's Krabben! Krabben! Da hole ich extra sogar die Sturmkrallen raus. Krabben sind immer was Tolles! Yay, damit ich liebe Tarnstärke! Die soll so stark sein, wie es geht, bitte sehr. Das dauert nicht so lange, die wird dann auf maximal das Level zu ziehen. Die hat die 99 sowieso, oder? Die hat nur, glaube ich... waren es wohl 10. 9 oder 10 waren es. Nicht so viel auf jeden Fall. Wenn man sehr viele Krabben auf einmal sammelt, dann geht das ratzefatze. Also das dauert wirklich nicht lange. Vielleicht eine Stunde oder so, wenn man Pech hat. Ah, ich finde Vaska als Magie cool. Ah. Die ganzen Magamagien sind viel besser als wie alles andere, weil wir Magie schwerer sind wie ich hier. Das Schwert aus Arendelle ist in Magie schwer. So, hier ist eine Kiste. Ich sehe, war was.
Mit Elektrum. Oh, Elektrum ist ein Schmiedeheiter. Ein seltenes. Ich glaube, das kann man sich später kaufen, aber sicher bin ich mir nicht. So, ein bisschen sammeln hier. Das ist eine schöne Insel. Hier ist eine schöne Insel, oder? Kommt, Leute. Würdet ihr nicht hier Ferien verbringen, wenn die Kessels nicht da wären? Mit ein Schiffchen, das war verfeuert wird, wo ihr mal was holen könnt, was ihr zu trinken braucht. Das wäre doch was, oder? Alle ab! Schön, dass die Herzen mit einer 3-Kommando weg sind. Das macht Spaß so. Nium, dung, zack. So, hier hängen ein paar rum. Best von oben angreifen. So, da ist noch einer. Habe ich schon gesehen, wenn den Dreieckangriff gemacht haben, Goofy. So, tschüss dich! Ist ja noch was? Nein? Aus dem Herz über. Ups. Ich glaube sonst war hier nix. Aber wenn es verdächtig aussieht. So, ich glaube, wenn ich jetzt weitergehe, komme ich zu einem Ort, wo ich die Kiste da unten aufschlagen kann. Schau mal. Ist eine große Insel auf jeden Fall. Oder eine größere wieder. Die Mugri-Insel war ja winzig. Das war. Ich glaube, das könnte man eher als Atoll bezeichnen. Ne? Obwohl, ich glaube, Atolls können auch größer sein. Atoll ist so eine Insel, die nur bei Ebbe da ist, glaube ich. Kenne mich da nicht so gut aus. Alle ab! Hallo, hier unser Hause? Oh ja, hier ist unser Hause. Na dann, komm doch her! Ich habe schöne Krallen für euch! Eisige Krallen! Und hey, wir haben Krabben gesammelt irgendwo gerade. Ich glaube, die waren in den Büschen da drin. Whoops! Up. Moment, ich glaube, hier war ein Problem. Und das war woanders. Hier oder woanders? Ja, es gibt nur diese zwei Optionen, ne? Hier oder woanders. Hm. So, wenn man hier runter schaut. Ja, da sieht man es. Da, ein Emblem. Im Wasser drin. Okay, ich glaube, das ist das Einzige, aber das findet man nur, wenn man außerhalb des Wassers ist. Also ich. Obwohl, Moment. Stimmt, es war ein Emblem im Wasser, aber nicht hier. Es war woanders. Ist mir jetzt erst eingefallen. Upsi. Hat keiner gemerkt, hat keiner gehört. Ja, weiter. Ja, ich vergesse halt vieles im Spiel. Ich bin da nicht so durch. So, und alle. Na, mach die Kiste auf. Ich glaube, das ist die Umgebungskarte da drin. Alle ab. Und viele Krabben. Nee, nicht mal. Nicht das Schiff. Achso, die Umgebungskarte habe ich dann schon. Ups. Egal, Stufe 5 für die Leotard. 7000 HP und jetzt 8 vordere Kanonen. Also die vorderen Kanonen haben sich verdoppelt. Nur doch dieses eine Level Up, das ist viel. Das ist richtig viel. So, jetzt zurück aufs Schiffchen. Alle ab. Danke sehr. Und weiterfahren. Wir fahren jetzt mal in die Richtung hier. Da, Abfahrt. Okay, we're off. Juhu, bitte mit einer Schnellreise. Ja. Mit Kreis kann man das ziemlich schnell dort sein. Nicht sehr schnell, aber ziemlich schnell. Da. Ich finde die Segelfarbe so cool beim Schiff, so rot. Und diesen schwarzen X und halt generell so ein schwarzes Segel. Das hat was. Ah, ups. Und die Segel der Herzosen sind auch immer anders. Da. Und ich erwische euch da hinten, ja? Egal wer ihr weg seid, ich erwische euch. Muhaha. So, da hinten sind auch ein paar. Jung, schön die Übersicht behalten, immer schön auf die Übersichtskarte schauen. Wie man sieht, wo die Herzen sind. Ups. Oh, Schuss. Geht alle schwimmen. Obwohl, die schwimmen ja schon. Geht alle nach unten schwimmen.
Es ist eine schöne Welt wegen dem ganzen Rumschieb und so. Und jetzt überall die. Tut tut! Ja, so denke ich auch immer bei der Flugwelle. Kartusch! Vier Leisten weg. Hopp! Haut rein! Denn bei der Flugwelle, glaube ich, kann, soweit ich weiß, keine Schwachen realisieren. Das maximal weg ist schon automatisch, weil sie so viel Schaden macht. So, nochmal, was so schön war. Platsch! Das ist wieder ein Schiffchen, was ich entern kann. Ja, sieht gut so aus. Das ist so ein enterbares Schiff. Davon gibt es einige. Und man bekommt immer ein paar Ausrüstungsgegenstände. Unter anderem. Da. Hallöchen! Ich glaube, die Gegner sind eh die gleichen. Also ein paar von diesen. Denen da halt. Ein paar Affen. Da. Wups, Schlitz! Alles muss weg. Ah, ich erwische dich schon noch. Wups! Das war gerade Team Eis wieder mal. Das war auch flott. Na ja, gut, wegen Multifokus-Kommando, was geschlitzt hat. Ein Heilpotion gibt's dafür, was? Ich fahr wieder weg, ey. Das war ja gar nichts. Mecker, Mecker, Stenker, Stenker. So, die Insel kann ich mich gut erinnern. Die ist gefährlich. Die ist wirklich gefährlich. Das ist kein Witz. Stopp mal hier. Danke. So, MP bitte aufladen lassen, weil die Insel ist wirklich gefährlich. Ich glaube, da bin ich mal in Folge so 5 bis 6 Mal drauf. In Folge. Also, böse. Dadurch schon mal ein bisschen Items errichten. Na gut, ich habe eine Cooper-Münze, aber die will ich jetzt nicht unbedingt verbraten. Ich könnte ein bisschen was gebrauchen. Na, schauen wir mal. Ich hätte zwar ein Zelt, aber es dauert nicht lange, die MP-Aufladung. So, soweit ich weiß, kommen jetzt 3 von diesen roten Gegnern bei dieser kleinen Insel hier, und das ist gefährlich. Die kann ich mich gut erinnern. Oh yeah. Ah, das war fast schon Nummer 1. Da ist noch ein Blitzen hier. Und er wird noch immer gesehen. Eieieiei. Aufpassen, die hauen ganz schön rein. Man kann sich wieder aufs Schiff schleichen und wiederkommen hier. Die heilen sich nicht, aber. Nee, das ist eine Ecke. Nee, ich will die Bäume anvisieren. Und dann visiert er die Bäume an, als wäre das was Interessantes. Aua. Nein! Dann sagt er und wird gerockt. Und verbraucht die Kupo-Münze. Yay! Ich hasse es, wenn er Bäume anvisiert. Ah. Tschüss mit dir. Der erste ist weg. Das war das erste. Es sind 3. An die kann ich gut erinnern. Aua. Kämpft da noch immer nicht. Ne? So, bin mal kurz warten gegangen. War schön kühl, muss ich sagen. Auch wenn es schön warm ist auf der Insel selbst. Das Wasser ist meistens kalt. Ups. Aus vielleicht in der Nacht, aber würde ich drauf wetten. Ah, ups. Tschüss mit dir. Weg. Tschüss. Danke. Nur noch einer. Ups. Achtung. Ups. Puh, geschafft. Okay. Dann haben wir mal ein bisschen was ein hier. Duktiltropfen. Und dann habe ich diese Bäume anvisiert. Das nervt. Also richtig. Ups. Man kann nämlich was runterschlagen und kommen manchmal ein paar Krebse oder. Ein paar Früchte runter. Ups. Hier zum Beispiel. Ich glaube, hier war noch irgendwas, weil die Insel ist nicht umsonst so gefährlich und ich habe es mir nicht umsonst gemerkt. Also. Wohl wahrscheinlich habe ich es mir genau gemerkt, eben weil es gefährlich ist. Na, schau mal hier hoch. Das sieht nämlich verdächtig aus. Alle ab. Na komm. Da geht's springen. Strong will heute mal wieder nicht. Alle ab. So.
Ist hier was? Let's see. Eine Blähne mit einer Königslelpe. Was? Ja. Das ist gemein, das Emblem. Das muss ich so sagen. Das habe ich jetzt nur so erkannt, dass es eins ist. Ja, ein gemeines Emblem. Die Königsschleife, das ist eine der besten Schleifen überhaupt. Da kommen wir nicht zum Sommer zu spielen. Bitte sehr. 4 Abwehr. Und 40% Resilienz zu jedem Element. Kann ich jetzt besser eine Schleife ausrüsten? 35 Abwehr zu. Moment. Kosmik Gut hat 6 Verteidigung, Schläfer 3. Schleifverteidigung wird um 3 sinken, da 4 mehr Resistenzen zu allen Magien. Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich behalte den kosmischen Gurt plus. Ist besser. Für Donner gebe ich die Schleife. Und Goofy. Ja, gut. Der hat schon die eine der besten Ausrüstungen gerade. Gut, ist eh geschickt, kann er ausrüsten. Der Donald, habe ich da was? Kampfhammer. Nicht unbedingt besser. Und ein paar neue Fertigkeiten. Schadenskontrolle zweimal. Ja, die Blockauflagen, das wollte ich haben. Ah, MP-Aufladen ist das. Ich dachte, das wäre FP-Aufladen. Warum verwechsel ich so viel? Ich weiß es nicht. Sag's ihr mir. Ich weiß es nicht.